Am 28. September wird in Österreich gewählt. Die Schärdinger hatten beim Tag der Einsatzkräfte am vergangenen Wochenende Gelegenheit, sich auch vom Einsatz und der Kondition der ÖVP-Spitzenkandidaten zu überzeugen. Vizekanzler Wilhelm Molterer wurde beim Wahleinsatz nebst anderen Politikern auch von Nationalrat August Wöginger begleitet. Wöginger ist Spitzenkandidat der ÖVP für den Bezirk Schärding. Die Anliegen der Menschen, die sind uns besonders wichtig. Und deshalb nehmen wir uns Zeit. Wir sind 2,5 Stunden hier unterwegs bei den Menschen, vor allem natürlich bei unseren Einsatzorganisationen, um erstens Danke zu sagen, zweitens um in die Bevölkerung hineinzuhören, weil das ist uns als ÖVP-Politiker ganz besonders wichtig. Und zum Dritten und auch die Anerkennung auszusprechen für die Leistung, die Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei bei uns an den Tag legen und rund um die Uhr für uns die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen. Dafür sagen wir ein herzliches Danke und wir wünschen auch, dass das weiterhin in dieser hervorragenden Art und Weise weitergeführt werden kann. In die Bevölkerung hineinzuhören, das hat sich die ÖVP unter anderem vorgenommen. Und da mag es schon sein, dass Themen angesprochen werden, die auch einem Vizekanzler den Blutdruck in die Höhe treiben. Aber es gibt drei große Fragen, die die Menschen bewegen, und das ist das viel Wichtigere. Die soziale Gerechtigkeit, etwa für Familien oder bei Pflege oder im Kampf gegen die Teuerung. Die Sorge um den Arbeitsplatz, der Kampf um jeden Arbeitsplatz, Vollbeschäftigung ist das Ziel. Gerade hier in Schärding im Innviertel sieht man ja, wie bedeutsam das ist, dass die Menschen Arbeit haben, wie wichtig die starke wirtschaftliche Basis ist und klarerweise die Sicherheit. Schärding hier beispielsweise hat eine der besten Aufklärungsquoten überhaupt in ganz Österreich. Das ist vorbildlich. Die Menschen haben ein Recht auf Sicherheit. Und da braucht es dann aber auch konsequente Politik. Da darf man kein Auge zudrücken, sondern muss die Wahrheiten sagen. Dazu brauchen wir Polizei, dazu brauchen wir scharfe Gesetze, damit wir den Menschen Sicherheit bieten können. Und natürlich braucht es auch Politiker, die der Exekutive die entsprechenden scharfen Gesetze als Grundlage für ihr Handeln zur Verfügung stellen. Hut ab vor all jenen, die nach dem 28. September ihre Wahlversprechen auch einlösen.